geht doch gar nicht. Ich denke, du bist doch gerade erst in deine... Na ja, du weißt schon. Schwanger? Obwohl, die Anzeichen sprechen ja alle dafür. Deine Heißhungerattacken und deine Stimmungsschwankungen. Ja, sag mal, deine Regeln hast du auch nicht mehr bekommen, oder? Was quatsche ich hier eigentlich rum? Sag mal, Vicky, wir kriegen ein Kind. Das gibt's gar nicht. Wie weit bist du denn? In der 6. Woche. Und bevor du dich jetzt weiter freust, eine Schwangerschaft. Und das jetzt? Dieser Zeitpunkt. Bitte versteh mich. Ah, der Herr Oberförster, na? Nichts zu tun? Sie halten sich daraus. Ich weiß ja nicht, worum es hier gerade geht, aber ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie meine Mitarbeiterin nicht von der Arbeit abhalten würden. Victoria, kommst du bitte in mein Büro? Ich würde gern darüber informiert, was hier während meiner Abwesenheit los war. Aber Vicky. Ich muss arbeiten, wir sprechen später. Was heißt später? Wann denn? Also mein Vater hat einen Schwangerschaftstest im Mülleimer gefunden. Einen positiven Schwangerschaftstest, ja. Und da hat er gleich gedacht, der wäre von mir. Ey, das ist so typisch, ja? Der findet einen positiven Schwangerschaftstest und glaubt gleich, na ja klar, das muss die Kim gewesen sein, wer denn sonst? Ja, wenn ich es nicht bin... Dann muss jemand anders schwanger sein, ja. Marlene ist mit einer Frau zusammen. Dana kann keine Kinder kriegen. Meine Mutter ist gerade in die Wechseljahre gekommen. Dann muss es Thomas sein. Hi, Andi, wie geht's? Tut mir leid, ich bin total im Stress. Kein Problem. Seit wann bist du unter die Maler gegangen? Ich dachte, du bist Schreinerin. Haha. Ja, das wird eine Überraschung für Charlie. Sie hat jetzt schon ein paar Mal fallen lassen, dass sie ihre Wohnung gerne ein bisschen hübscher hätte. Und da dachte ich mir, das kann ich doch machen, so als Einzugsgeschenk. Ach ja, super. Also, wenn du Hilfe brauchst, dann sag einfach Bescheid. Bescheid. Super. Da hauen wir ein bisschen Farbe an die Wände. Wusstest du, dass ich mit der Malerrolle schneller bin als mit dem Akkuschrauber? Christian würde wahrscheinlich denken, Malerrollen gibt's nur beim Theaterhaus. So viele Schauspieler. Malerrollen. Ja, sehr witzig. Weißt du, euer Privatkrieg, der geht mir langsam wirklich auf die Nerven. Tut mir leid. Wann legen wir los? Ehrlich gesagt, ich habe eine Spezialaufgabe für dich. Alles klar, kein Thema. Ich habe die magischen Hände. Gut, aber die wirst du nicht brauchen. Ich brauche jemanden, der Charlie einfach nach Feierabend noch ein bisschen länger am Schneiders festhält, damit sie mir nicht reinplatzt. Ja. Komm, du würdest mir echt einen riesen Gefallen tun. Ja, klar, mache ich doch gerne. Super, ich schreibe dir eine SMS, wenn wir fertig sind, ja? Schatz. Ich möchte nicht ohne dich sein, Ludwig. Entschuldigen Sie. Ich will nicht stören, aber... Nein, nein, Sie stören nicht. Wie geht es Ihnen? Sagen Sie es mir. Über Ihren allgemeinen Zustand haben wir ja bereits gesprochen. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr Hoffnung machen kann. Die Frage ist, wie Sie die Ihnen verbleibende Zeit noch nutzen wollen. Von unserer Seite spricht nichts dagegen, dass Sie wieder nach Hause können zu Ihrer Familie. Lässt uns einen Moment allein, Liebes. Ja. Natürlich. Ich wollte vor meiner Frau nicht darüber reden, aber ich habe einen Artikel über Hypothermie gelesen. Als Operationsmethode bei schwierigen Gehirntumoren. Was können Sie mir dazu sagen? Und die Quartalszahlen sind auch gekommen. Ich habe dir alles Wesentliche in der Mappe zusammengestellt. Hm. Und was war da draußen gerade los? Hm. Bitte? Mit deinem Mann. Oh, nichts. Na schön.
Und was war sonst so los während meiner Abwesenheit? Ich habe mich für die Leitung der Personalabteilung beworben. Bitte? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du bist meine persönliche Assistentin und das bleibst du auch. Ich möchte mich beruflich weiterentwickeln. Sehr schön. Dafür musst du nicht den Job wechseln. Ansgar, ich möchte mich wirklich nicht mit dir streiten. Schön. Dann sind wir uns ja einig. Bringst du mir bitte noch einen Kaffee? Hör mal zu, ich bin nicht deine Leibeigene. Du kannst mich überhaupt nicht aufhalten. Du meinst es wirklich ernst? Ja, natürlich. Ich habe dir auch eine würdige Nachfolgerin besorgt. Was, die? Die ist viel zu jung. Ach, Unsinn. Du, die hat super Zeugnisse und eine Menge Berufserfahrung. Im halben Jahr ist sie schwanger. Ja, was denn? Die ist doch genau im richtigen Alter für sowas. Was man von der nur nicht behaupten kann. Charmant wie immer. Also, soll ich sie nach Hause schicken oder gibst du ihr eine Chance? Qualifiziert? Bis dann. Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest zur Polizei. Was ist passiert? Haben sie sich laufen lassen auf Kaution oder was? Ich war nicht bei der Polizei. Aha. Tut mir leid, ich hoffe, dass du damit leben kannst. Naja, du wärst ja nicht für mich zur Polizei gegangen, sondern für dich. Die Frage wäre ja, kannst du damit leben? Ich weiß, wie das jetzt für dich aussehen muss. Warum warst du nicht bei der Polizei? Wegen Vater. Leid, Graf Lahnstein, aber in Ihrem Fall halte ich diese Operationsmethode für völlig ausgeschlossen. Erklären Sie mir das Prozedere. Gut. Bei der tiefen Hypothermie wird der Körper des Patienten stark heruntergekühlt auf unter 20 Grad, bis das Herz aufhört zu schlagen. Die Gehirnwellen setzen aus, dadurch entweicht Blut und das gesamte Gehirngewebe schrumpft zusammen. Auch der Tumor. Hört sich an, als wer da oben alles ein bisschen aufgeräumter, nicht? Ja, was man freilich von den Risiken für Sie während dieser Operation nicht behaupten kann. Das Zeitfenster ist äußerst knapp bemessen. Nach spätestens 60 Minuten beginnen die Gehirnzellen durch den Sauerstoffmangel abzusterben. Und ich muss Ihnen nicht erklären, was das bedeutet. Trauen Sie sich zu, meinen Tumor in der Zeit zu entfernen? Ich? Verzeihen Sie. Aber darum geht's doch gar nicht. Haben Sie eine Ahnung, worüber wir hier sprechen? Ihre Gehirntätigkeit setzt aus. Ihr Herz hört auf zu schlagen. Sämtliche lebenserhaltenden Funktionen werden in dieser Zeit von einer Maschine übernommen. Sie sind faktisch tot. Tot bin ich jetzt schon. Diese Operation wäre eine Chance zu leben. Hm. Wann habe ich da lange nicht reingeguckt? Der muss ich jetzt wohl anbauen. Für den kleinen Wolf. Er lässt dich bestimmt aus deinem Vertrag raus. Na, hoffentlich. Das war die Bedingung von Sebastian. Sonst vergibt er die Leitung der Personalabteilung an jemand anderen. Die zwei kommen miteinander klar. Sonst hätte er sie doch längst rausgeworfen. Oder sie wäre weinend aus dem Büro geflüchtet. Siehst du? Ich hab's doch gesagt. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Danke.
Wo willst du denn auf einmal hin? Du, ich muss nach Hause. Und was sag ich, wenn Graf Lanscher nach dir fragt? Lass dir irgendwas einfallen. Von wem ist der Schwangerschaftstest? Woher soll Thomas denn das wissen? Also von Kim ist er leider nicht. Du wirkst jetzt nicht gerade überrascht? Ich? Doch. Total überrascht. Du hast es schon gewusst, oder? Nein, habe ich nicht. Wie kommst du denn da drauf? Papa, von wem ist er wirklich? Ich weiß es nicht. Frag nicht. Mann. Hey, Papa, in unserem Mülleimer lag ein positiver Schwangerschaftstest. Den hat ja wohl keiner zufällig hier verloren. Ist er von Marlene? Dana? Nein, jetzt hör mal auf zu fragen, habe ich schon gesagt. Ende der Durchsage. Er ist von Mama. Was ein Teufelskerl. Sie scheinen mich eben nicht richtig verstanden zu haben, Graf Lahnstein. Diese Operation ist mehr als nur ein unwegbares Risiko für Sie. Sie ist Ihr sicherer Tod. Sie haben sich in der Schweiz einer kräftezehrenden Chemotherapie unterzogen. Danach haben Sie im Verlauf dieser Studie weitere Medikamente eingenommen, die beträchtliche Nebenwirkungen aufweisen. Ihr gesamtes Immunsystem liegt brach. Rein körperlich betrachtet beträgt Ihr Alter bei vorsichtiger Schätzung derzeit 85. Mit 85 war mein Großvater noch sehr vital. Ja, aber niemand wäre auf die Idee gekommen, ihn auf 15 Grad runterzukühlen und ihn am Hirn zu operieren. Weil jeder gewusst hätte, dass das sein sicherer Tod ist. Sie tun gerade so, als ob ich mein Leben riskiere. Aber wie viel habe ich denn noch? 8 Wochen? Ihre Worte. Kein Arzt, der noch ein bisschen Verstand beisammen hat, würde einen Patienten in Ihrem Zustand operieren. Das ist fahrlässige Tötung. Stattdessen lassen Sie mich einfach sterben. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Dr. Mendes. Sie haben einen Eid darauf geleistet, Menschenleben zu retten. Also tun Sie es gefälligst. Selbst wenn ich wollte. Rein hypothetisch. Selbst wenn ich wollte. So eine Operation, das ist keine Routine. Dafür braucht man hochkarätige Spezialequipment. Das zu beschaffen, das kostet Zeit und Geld. Ach, Geld ist doch nun wirklich nicht mein Problem. Ich kann Ihnen eine Klinik in den USA empfehlen, für die ein solcher Eingriff keine Seltenheit darstellt. Die Frage ist allerdings weiterhin, ob Sie als Patienten akzeptieren würden. Ich habe keine Kraft, durch die Gegend zu tingeln. Ich frage Sie, Dr. Mendes. Ich habe das seit Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ich weiß, dass Sie bei der Operation Ihres Sohnes einen gravierenden Fehler gemacht haben. Ich bitte Sie, überlegen Sie es sich noch einmal. Christa. Was? Wenn du darüber reden willst. Darüber reden? Bei einer guten Tasse Kräutertee oder wie kann ich mir das vorstellen? Das war nur ein Angebot. Was gibt's da schon zu reden? Die Therapie hat bei meinem Vater nicht angeschlagen. Und heute haben wir erfahren, dass er höchstens noch 1 oder 2 Monate zu leben hat. Shit happens. Es tut mir leid. Ich konnte mir wohl schlecht seinen Wunsch ausschlagen, dass ich mich nicht selbst anzeige. Nein, das konntest du nicht.